Hilfe! Oh, haben die sich gerade selbst gesprengt? Alter! Durchatmen! Ja, ich bin sehr schreckhaft eigentlich. WTF? Granate! Oh, fuck, 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 fuck. Oder so. Das geht besser. Okay. Das ist krass, oder? Zumindest brennt da ein Licht. Ah, Mann, ey. Oh, down, endlich. Hä, wie? Hallo, wie komme ich denn hier weiter? So. Lage checken. Ist da noch irgendwer? Nee. Raketenwerfer-Typ eben war ja echt nicht nett. Was ist hier los, ey? Wie viele Leute hat denn die PLR? Oder PLR? Oder wie auch immer die sich jetzt schon genau. Ist auch so speichert. Zack. Keine Bewegung, du Pisser! Hände hoch! Heilige Scheiße! Blackburn! Was bin ich vor, dich zu sehen? In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, schon wo zu er zweit. Komm, wir verpissen uns. Endlich mal zwei. Zwei auf einmal. Zwei US. Misfit! Hier Misfit 1-3! Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne diese Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Okay. Tut, was ihr tun müsst. Die Ospreys starten in 5 Minuten. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Hallo? Hallo? Ich hab die Tür, komm! Hä? Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle und, halt dich fest, einen Coup im Iran. Gesponsert von unserem Freund. Alter, das ist echt gruselig, ne? Was heißt gruselig nicht, aber. Ich bin halt schreckhaft teilweise. Also, ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe, was passiert. Wow, wow. What the fuck? Alter.
Hilfe. Alter, wo wissen die, dass sie hochkommen, wenn das her? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ein Stress gut. Nachladen. So, ich soll mich dahin bewegen. Sag das mal. Ne? Einer. Nicht euer Ernst, oder? Entschuldigung, ich war gerade so fasziniert von der Mission. Ich war im Gedanken und hab mir gerade gedacht, okay. Ich muss jetzt mal durchatmen, also. Ja, also der Eindruck von Battlefield gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenn ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Hey. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten. Aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist.
Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Ich will aber nicht. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zukneif-Skala. Alter. Hallo? Kann ich die Sequenz mal aufhören? Hallo. Warum Al-Bashir wird heute echt einen beschissenen Tag haben? Dass ich nur was machen kann hier. Okay, dann mal los! Dann. Ich will eigentlich nicht, aber. Nein, wir schließen die Haube denn nicht, weil... Escape. Scheiße. Ich will jetzt, oder ich werde jetzt die Aufnahme beenden, weil ich denke, das war jetzt erstmal der erste Einblick in Battlefield 3, den wir hatten. Und mein Eindruck gefällt mir eigentlich echt gut. Ich finde, die Grafik ist sowieso der Hammer. Also, das lässt sich gut anschauen. Und Story fand ich bis jetzt auch gar nicht so schlecht. Und wie es weitergehen wird, das werden wir in der nächsten Aufnahme, denke ich mal, sehen. Oder werden wir auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme sehen. Wäre schön, wenn ihr mir mal einen Kommentar da lasst, was ihr von diesem Let's Play haltet, ob euch das fällt, dass, ob euch das gefällt, dass ich Battlefield 3 Let's Playe und ja, was ihr dazu sagt. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, habt ihr schon alles geguckt und ja, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und damit auf Wiedersehen und bis zur nächsten Aufnahme.